wir können es uns in der Theorie schon noch leisten, aber ich habe jetzt schon ganz schön viel Geld für Scheiße ausgegeben. Für deine scheiß Europalette! Das will ich dir nie verzeihen! Ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir uns auf Holz kontrollieren, Aber wir haben die Europalette so lange da unten stehen lassen, dass die jetzt alle kaputt und weg und geklaut sind. Oh, das da hast du dir aber ein brutales Auto gekauft, heftig. Das soll mit mir mitfahren. Muss ich mal probieren, ob das wenigstens geht. Es geht einfach nicht. Was ist das? Es ist... Komm schon. What the fuck? Hey, hör auf! Hör auf, das sieht so scheiße aus! Kann ich damit überhaupt irgendwas machen hier an dem Köckbaum? Du hältst die Motorsäge so verrückt! Du hältst sie mit der Motorkette nach hinten! Hast du die nicht auch? Probier mal die Hoch- und Runter-Taste. Was ist so? Oh, Hoch- und Runter-Taste. Da hab ich die nur für mich gekauft. Nee, du hast sie auch. Das sieht so doof aus. Gott. Ich fahr jetzt. Alter, hallo Daniel, man kann sogar das Eigen mit der Maus neigen, Mann. Okay. Aber irgendwie kann man diesen Baum nicht... Oh ja, jetzt hack ich den Baum! Echt? Schneide den Baum! Echt? Es hat funktioniert! Moment mal. Oh shit! Okay. Ja! Stell dir mal vor, die Nachbarn, die da schon wohnen, wollen sie bei den neuen Nachbarn vermeiden. Und dann sehen die erstmal, dass sie wie so zwei Bekloppte mit zwei Kettensägen auf so einen unschuldigen Baum einschneiden. Weiß nicht mal, was wir hier machen. Wir tragen einen Baum. Ich hab das Gefühl, wir machen das wie echte Profis. Okay, ich mach da gerade was. Ich zerhack den Baum wirklich gut. Ja. Aber ich kann das einfach nicht durchsingen. Ich muss gedrückt werden. Ich muss einfach. Entschuldigung, wollen Sie etwa durch? Ich mach das. Ich mach das. Irgendwie mach ich das. Oh Gott, was ist das haben wir getan? Das ist mein Grundstück. Ja, mir. Warten Sie. Wir kümmern uns darum. Sie können jetzt gleich wieder weiterfahren. Ja. So, sehen Sie? Sie können jetzt wieder weiterfahren. Ich meine, niemand hält Sie auf. Warte, ich glaube, der Mann braucht irgendwie Hilfe. Ich glaube, der Motor ist kaputt von seinem Auto oder so. Ich kümmere mich da drum. Ich bin fest. Okay, ich werde dir nur mein Holzhammer in den Arm gehen. Okay, warte, ich geh dir helfen. Okay, nein, tu's nicht. Doch! Was ist das überhaupt für eine Pimpkarre? Das ist ein ganz normaler Pimpkarre, den ich mir gekauft habe. Sieht aus wie so eine Pimpkarre aus Saints Row oder so. Ja, die habe ich sie angelehnt von der Farbe her. Aber nein, das ist ja noch viel besser. Ja, danke. Ich habe uns alle gerettet. Das Schneefest! Der Herbert, der braucht mal ein bisschen Hilfe! Das steckt fest! Ja! Ja, weil meine Hinterreifen sah schon an deinem Lack, aber es geht nicht! So, wir haben hier, glaube ich, einen Stau verursacht! Kein Problem!
Der Herr wird eh sowieso transportiert. Ja, Mann. Schmeiß mich runter. Du hast es fast geschafft. Du suchst doch. Ja. Ja. Tut mir leid, Goddammit. Tut mir leid wegen dem Baum, aber. Ich versuch doch nur dem armen Mann da zu helfen. Aber. Du sagst schon, David. Ja, Mann! Du, ich glaube, wir haben hier einen kleinen Stau verursacht. Mike Schumacher. Ich hoffe, der ist nicht sauer, dass wir über seine Maiskolben drüber fahren. Du, ich glaube mal. Ich glaube, die Leute wollen hier einfach stehen bleiben. Oder der vordere Typ hat einen Motorschaden. Das ist natürlich auch möglich. Ja, ich mach ja schon. Jetzt gebe ich Gas. Was ist denn auf mein Auto, du Penner? Ich mach dein Auto kaputt. Ja, ich erstelle. Ich dein Auto da rauszuholen, Mann. Wir müssen ja als Team zusammenarbeiten. Braucht deine Hilfe nicht, dreckiger Franz Josef. Okay, Herbert, dann mach doch alleine. Dann ist mir das umgekippt, du useless piece of garbage. Check fest. Entschuldigung, wir wollten nicht so einen Stau verursachen. Wir können ja schon alles weh. Ja, er kommt weiter. Yes. Nein, das ist alles halt gefahren, das ist Arschloch. Warte, wo steckt der denn hier? Oh, jetzt kommen wir so ein kleines. Die Leute sind aber auch empfindlich, die hier wohnen, das war im Ernst. Reg dich nicht so auf über Holz! Ist ja nur ein. Baum! Baum! Aber das ist einer von diesen reichen Bonsen aus der Stadt, ich sehe das doch schon in seinem teuren Auto. Er soll sich schon nicht mal für besser halten, als er ist hier. Kann man irgendwie die Fahrzeuge wieder. Also, ich meine nur. Ja. Sehr gut. Okay, ich. Ja, was denn? Das ist. Ja, was denn zu schwer? Ja, diese Bewohner aus der Stadt, weißt du? Das sind alles. Pussys sind die. Ah, ein Stadtmensch, die da macht, dass wir hier ein bisschen altmodisch sind. Da liegt hier so ein kleines Stück Holz rum und dann trauen sie sich nicht mal irgendwie einen Schwenker nach rechts, nach links zu machen, um dem Ding auszuweichen, ey. Da! Grad... Nein! Fahren sie nicht weg mit unserem. Ja, sie sind weit gekommen, das muss man sagen, also. Da vorne ist ein Vogel. Vogel, nein! Vogel ist weggeflogen. Nein, das Mensch! Nein! Du kannst nichts machen gegen hier. Guck, wie ich ihm das auf die. auf die Motorhaube schmettere. Also, ich weiß ja nicht, was deren Problem ist, aber. Ich sehe da auch kein Problem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Okay, ich fahr mal kurz runter zum Händler und hol unsere neuen Maschinen ab, die ich gekauft habe. Alles klar, ja, Mann. Okay. Wir müssen auf jeden Fall langsam wieder Geld reinkriegen, habe ich so das Gefühl. Wir haben eine Menge ausgegeben. Weißt du, was ich meine? Wir sollten versuchen, produktiv zu sein. Ja, sehr gut. Soll mal einer sagen, ich wüsste nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe einen Hänger abgeholt und einen Traktor. So, die Frage ist, wofür ist dieser Hänger? Und was braucht man noch, um eine Forstwirtschaft im Laufen zu halten? Was ist hier Dings? Bodenbearbeitung. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Fokus des Spiels liegt definitiv nicht auf Baumstämmen und Hackschnitzeln. Ach, das Ding, was ich gekauft habe, ist, um Bäume anzupflanzen, oder was? Ah, oh, kaufen wir mal so eine Palette Setzlinge. Bam! Oh. Excuse me, Sir.
Ich probiere hier mal gerade mein Bestes. Das ist der Zerhäcksler, falls du dich fragst, was das ist. Kommen da die Jürgens rein? Ja, da kommen all die Jürgens rein. Oh, so, ich fahre jetzt unsere Setzlinge holen. Pflanzmaschine befüllen. Oh, nice. Okay. Ja, Mann. Ah, nee, warte, bevor wir unser Feld voll machen können. Ah. Warte, guck, komm zu mir. Ja, war. Oh, Herbert, wie machst du das denn? Kannst du irgendwie Telekinese? Oh! Alter. Heftig. Jawohl, 62 Euro. Das Feld hier ist uns, oder was ist... Nee, das, ja, das da. Ist uns. Das da? Das ist uns. Da ist ja schon irgendwas. Ist ja ekelhaft. Ja, das muss auch geflügt werden. Das muss weg da. Ja, mach's doch weg. Ich will ja mein Pappelholz. Moment. Wie macht man das weg? Pflügen. Pflügen ist, um Sachen wegzumachen, richtig? Ja. Streifenkörperflug. Ich denke mal, da reicht ein Universal-Dingsi. Kacke, jetzt muss ich die Scheiße wieder beim Händler abholen. So. Ja. Komm ich wieder. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, nee, so kann man's auch machen. Siehst du das da hinten? Ich habe einen Helfer eingestellt und der beackert jetzt das Feld mit Pappelholz. Ich habe jetzt einen Helfer. Ja, wir haben jetzt einen Helfer, aber der macht nur quasi das und dann ist er wieder weg. Aber wir haben ihn und der beackert unser Feld. Er nimmt irgendwie einen Minutenlohn von 1 Euro, aber das ist okay, wir haben Geld. Was ist los? Alles Geld, das wir verlieren. Ich meine, ja, was soll ich denn machen? Du könntest dich halt auch mal um irgendwas kümmern. Ja, weiß nicht, wenn mir jetzt das eine fällt, warte mal. Das eine Feld ist gerade schön bearbeitet. Von unserem neuen Dulli, den wir haben. Aber man sieht dann wahrscheinlich nachher richtig, was er gemacht hat und was ich gemacht habe. So, jetzt habe ich hier das Feld gegenüber gekauft mal. Und da ist weiter. Ja schon Mais drauf, ne? Dann ist die Frage, wie baut man Mais ab?
Das kannst du ja ganz einfach in den Tutorials nachlesen. Ich zeig dir noch ein bisschen Holz. Okay, das kannst du natürlich auch tun, gar kein Problem. Ja, wir brauchen Geld! Jetzt werfen wir heute mal gucken. Oh, 53 Euro, ja, waren 53 Euro. Irgendwas zu bedanken, dass wir so 53 Euro hatten. Ja. Ich will da drüben nämlich Kartoffeln pflanzen. Um den Boden vorzubereiten, musst du den Gruber in den Boden absenken. Gellisch. Also langsam kommen wir aber an den Punkt, wo wir vielleicht Sachen mieten sollten, anstatt sie zu kaufen. Kartoffeltechnik. Okay. Es ist zwischen dem Pappelholz immer noch das andere Zeug. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Oh nein! Scheiße! Was ich irgendwas machen, wenn ich diesen Helfer einstellen will. Warte mal, wo bist du denn jetzt? Die Taste und irgendwie... Herbert, warte. Ich versuche durch Zelt zu dir durchzukommen. Mähwerkzeug senken. So. Jetzt Helfer einstellen. Was macht der jetzt? Okay, der macht nix. Ist das überhaupt richtig, was wir... Also, der Mais. Helfer D wird durch ein Objekt blockiert. Siehst du das? Wenn ich hier durchs Gras gehe. Und dann kann ich jetzt wahrscheinlich auch Helfer einstellen. Ne, okay, der macht dann einfach nichts, weil das nicht das offizielle Feld ist. Guck mal, welchen hast du denn gekauft? Den grün. Das ist doch hier so einer, oder nicht? Oder bin ich da jetzt? Nee, Moment, Mähtechnik. Ach, du hast den da gekauft. Du hättest einen Mähdrescher kaufen müssen. Ich hatte im neuen, warte. Ist okay. Wir sind Kartoffelfarmer. Was sind wir? Kartoffelfarmer. Aber wo haben wir denn jetzt Kartoffeln? Ja, deswegen muss der Mais weg. Ach so, okay, ich verstehe. Ja, okay. Das verstehe. Aber hättest denn, warte mal, dann hätte es doch theoretisch gereicht, einfach das Feld rumzuflügen mit dem Flug. Ich gehe mal zurück zu meinem Helfer da unten, der das andere Feld umflügt und sagt ihm mal, er soll das hier umflügen. Wie das aussieht, wie der da oben über das Feld fährst, so kreuz und quer. Ich muss natürlich sagen, das ist genauso effizient wie davor, also. Okay, also der Drescher macht genauso wenig. Ja, ich glaube, ich habe besser das Erfolgsgefühl, wenn ich wieder Holz zackeln gehe. Pace of. Wie Objekt zu schwer, okay, das. Oh, guck mal, das ist jetzt erntebereit. Also der Mais, aber. Ja. Yeah. Hast du jetzt gerade den Typen gerammt? Ja. Hoffentlich macht er jetzt seine Arbeit noch weiter. Er macht seine Arbeit noch weiter. Sehr gut. Es dauert halt nur Jahrhunderte, aber er ist dabei. Oh, und Zünger kannst du nur mit einer speziellen Erntemaschine ernten. Natürlich. Natürlich. Was kostet so eine Erntemaschine für Zuckerrohr? Rübentechnik. 100 Million Dollars. Oh nein, nur 350.000. Was immer. Yeah. Ich kompensiere gerade unseren Verlust mit Holz. 15 Dollar. Dann wird es Zeit, dass wir nur mehr Bäume fällen, würde ich sagen. Ja, Mann, 10 Euro. Ja. Yeah. Es gibt eine eigene Taste für Objekt werfen, aber das ist so nutzlos, du kannst eigentlich quasi auf Objekt fallen lassen machen, dass du einen besseren Wurfeffekt. Toll. Unser Hilfsarbeiter ist mit einem J markiert, siehst du das? Oh. Das ist der Jürgen. Das ist gut möglich. Glaubst du, er hat ein Problem damit, dass wir so einen Menschen, seine Familie töten?
Nein, guck doch, wie fleißig er seine Arbeit macht und den eigentlich erntebereiten Mais einfach so niedermäht. Ich glaube, das ist, jeder Landwirt würde einfach mit dem Kopf schütteln. So vollkommen erntebereiter Mais. Warum erntereif? Aber so ganzes Feld voll und wir pflügen das einfach tot. Damit wir Kartoffeln pflanzen können. Yeah. Ich habe soeben mein erstes Geld verdient, ja. Ja, das ist ein bisschen Loot, aber sieht das nicht aus wie so ein Penis und Eier? Ja. Oh, nice. Let's see, was es dafür gibt. Das ist ein großes Stück. Das geht nicht rein, oder? Ja, na, ja. Yeah. Alles gut rein. Ja. Deine Bahn. 109! Reich! Ja, euren Reich. Wir kompensieren den Verlust. Falls wir wieder auf 183.000 oben, mein Junge. Warte mal, können wir nicht einfach ganz viele Stücke hier auf den Pickup drauflegen? Und dann irgendwie damit. Warte, ja. Cool. Ah, cool. Warte, wie habe ich das jetzt gemacht? Was? Physik. So funktioniert Physik, Kinder. Habe ich mal erzählt, dass mein Auto mal bei Pimp My Ride war, deswegen kann es das. Exhibit hat mein Auto officially pimped, Mann. Dann. Okay. Ja! Scheiß Sandburg. Aber hey, das funktioniert gut. Das funktioniert wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die Objekte fallen darunter oder so. Ah! Garbage! Ah! Oh nein! Herbert! Okay. I'm dead. Ja, Mann. Wir haben dieses Game durchschaut. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Wir wissen jetzt, wie wir effizienter Holz sagen. Wir haben den Baum vor unserem Haus klein gehackt und verkaufen ihn jetzt als Holzschredder-Scheiße. Ja! Warte mal, ich mach mal hier die Spanngurte weg. Ja. Haben wir irgendwie einen Stau verursacht? Weißt du, was wir verursacht haben? Wir verdienen auf jeden Fall noch Geld. Also manchmal wird noch was da. Los! Holzi Holz! Was ist denn nur los hier? Ah, jetzt. Manchmal braucht es etwas. Ja, ich habe ein Ding bewegt. Warte. 236, what the fuck? Oh, die geben bestimmt schön viel Geld hier. Oh, das sind schöne Baumscheiben, sag ich dir. Kann man teuer verkaufen. Warum liegt hier ein Stück Holz, das ich nicht hochheben kann? Wo bist du überhaupt? Hier bin ich. Welches Stück Holz? Ach, das? Nee. Ne, das hier. Hatte? Das Stück Holz. Welches? Da. Ja, das da. Ja, aber ich kann es nicht hochheben. Lass mich das hochheben. Du kannst es hochheben. Das Problem ist, unser Schredder. Ah ja, jetzt. Ich kann auch nicht mehr springen. Was? Ich kann nicht mehr springen. Hauptsache, ist kaputt. Hauptsache, du läufst noch wie Flash durch die Gegend. Ja, ey, Mann. Das sieht wirklich aus wie Flash. Aber ich kann nicht mehr springen. Na, guck mal, der Jürgen ist gut dabei. Der hat schon die Hälfte vom Feld. Ich kann nicht mal mehr was hochheben. Oh Gott, was ist denn los? Mein Spiel ist im Arsch. Ja, irgendwas sagt mir, dass wir ein bisschen in den Miesen sind.
Ich bin mir aber nicht sicher, was genau. Wir haben doch gerade mit Holz Plus gemacht. Ja, unfassbar krasses Plus.